ein Sicherheitsmuster auf dem Nattel einrichten. Mein Name ist Pirmin Lehner. Wenn jemand mein Nattel findet, dann ist hier der Startbildschirm drauf und ich habe bereits ein paar Informationen. Erstens, ich sehe, offenbar hat mir jemand angerufen. Dann sehe ich hier, jemand hat mir ein WhatsApp geschickt. Und ich sehe, der Besitzer dieses Nattels ist Pico at Sunrise. Also ich habe hier keinen Namen hinterlassen, sondern eine unverfängliche Mailadresse. Mit dieser Mailadresse kann mir aber jemand immerhin eine Mail schicken und sagen, ich habe dein Nattel gefunden. Wenn ich jetzt mich hier einlogge, dann läuft das so. Ich klicke mal hier drauf. Passiert noch nichts. Ich muss es nach unten ziehen, das Schloss. Dann kommt das Sicherheitsmuster. Und jetzt muss ich das Muster kennen. Das ist nicht wahnsinnig sicher, aber immerhin, ein Zahlencode wäre natürlich besser. Ich versuche es einmal irgendwie so. Ich kenne ja den Code nicht. Das war das falsche Muster. Und wenn man das zu oft falsch macht, dann ist das Nattel für ein paar Minuten gesperrt. Ich trage nun das richtige Muster ein. Und jetzt kann ich das Nattel richtig nutzen. Wie kann ich dieses Sicherheitsmuster einrichten? Ich ziehe hier den Vorhang runter, denn ich will zur Systemsteuerung kommen. Und nochmals, bis das Zahnrad sichtbar ist, hier habe ich es. Ich gehe zum Zahnrad und beim Zahnrad mal nach unten gehen, zur Sicherheit, irgendwo ist da Sicherheit. Speicher, Nutzer, Funktion, Sicherheit, hier habe ich es entdeckt. Ich gehe zur Sicherheit und dieses Muster ist die Display-Sperre. Es gibt bei mir sogar noch Fingerabdruck, also ich könnte meine Finger scannen oder es gäbe noch andere Sperren, aber für mich genügt das einmal, die Display-Sperre. Ich gehe hier auf Muster. Und weil ich bereits ein Muster habe, muss ich das nun einmal eintragen. Okay, ich mache das für alle unsichtbar. Dann bin ich hier drin. Wenn ich natürlich das zum allerersten Mal mache, dann bin ich sofort hier drin. Dann sage ich hier, ja gerne, ich möchte ein Muster erstellen. Muster zum Starten des Geräts erforderlich. Jawohl, ich klicke auch hier drauf. Jawohl, wirklich erforderlich. Und jetzt kann ich ein Muster zeichnen. Ich erfinde mal irgendeines. So. Dann muss ich das nachher wiederholen. Weiter. Also das Muster bestätigen. So. Bestätigen. Und jetzt ist mein Nattel mit diesem Muster gesichert. Das heißt, wenn ich es 2-3 Minuten irgendwo liegen lasse, dann kann nicht irgendjemand mein Nattel nehmen und in der Schnelle mein Nattel öffnen. Das war's.